So, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Da wäre ich jetzt voraussichtlich mit dem letzten Tutorial der Series. Und wir werden heute hier ein Top 5 Ranking machen. Ich habe mir überlegt, hier unten so wie ein Papier hinzudesignen, damit es ein bisschen sich heraushebt und nicht alles nur nach dem gleichen aussieht. Und dann hier die Top 5 Ranking reinzugestalten. Dann gehen wir wieder in den Sidebar-Ordner, machen eine neue Ebene. Top, das müsste glaube jeder verstehen. Dann machen wir noch mal einen neuen Ordner und dann das Paper Background und dann nehmen wir uns so eine ja, Papierfarbe eben. Sowas hier, genau. So, dann mache ich hier erstmal eine Box. So, in dieser Form hier. Vielleicht ein bisschen breiter. So. Können erstmal eine neue Ebene machen natürlich. Und jetzt nehme ich mal, wo ist denn hier oben, das Lasso-Tool. Und dann kann ich hier schon mal so ein bisschen an den Kanten so entlang fahren, damit die nicht gerade sind. Die sollen nicht ganz so gerade sein, es soll ein bisschen nach einem kaputten Papier aussehen. Nicht nach einem, das nagelneu ist, aus dem Block rausgeschnitten oder rausgerissen, wie auch immer. Macht halt ein bisschen so Wellenbewegungen. Ihr seht ja, was ich mache. Mache nachher wahrscheinlich vielleicht auch noch Risse rein, aber nur ganz kleine. Und dann mache ich unten sogar mal so ein Stück hier ab. Und fahre dann hier unten sogar so ins Eck rein. Das war jetzt nicht so nice. So. Da hätten wir jetzt unser Papier. Zentriere ich noch ein bisschen. Hier die Ecke gefällt mir noch nicht. Die ist noch zu eckig. Genau so. Und wir können jetzt hier zum Beispiel das Lasso-Tool nehmen und dann hier so ein paar wirklich kleine Risse rein. Reinmachen in das Papier, wirklich nichts Großes. Das gefällt mir jetzt nicht. Hier oben vielleicht auch noch was. Genau, so. Und hier auch noch. Und hier. So. Gut, das würde erstmal von den Rissen langen. Als nächstes mache ich mir mal eine viereckige Box. Die mache ich mal in schwarz. Also eine quadratische. Mache ich so in dieser Größe. 11x11. Nehme ich kurz eine schwarze Farbe. Und dann nehme ich das Polygon-Lasso-Tool. Fahre von einer Ecke zu der anderen. Und kopiere das hier einfach mal. Gehe auf diese Ebene, wo der Hintergrund ist, drücke STRG C und dann entfernen. Dann entfernen wir diese Ecke und mit STRG C haben wir diese kopiert.
Da flippen wir das Ganze und fügen das hier unten an. Dann haben wir wie so einen kleinen Knick. Dann kann ich das hier kurz nehmen und da als Clipmask drüber, damit wir was davon sehen. Das Eck wird ja natürlich, obwohl, ist eigentlich ein bisschen sehr klein. Ich werde das Ganze jetzt mal rückgängig machen. Wir machen es ein bisschen größer. Okay. Wir werden, was machen wir, wie groß machen wir es? Mal 16 machen wir es. Machen wir genau wie das gleiche, wieder eine schwarze Fläche. Gehen von der Ecke zu der Ecke. Drücken dann Steuerung C und entfernen. Flippen das Ganze. Clip Mask, damit wir die auch sehen kurz. Perfekt. Vielleicht so. Gut. Hätten wir auch eine umgeknickte Ecke, die möchte ich hier nicht zu groß machen, weil ja, das soll ja das Augenmerk auf das Ranking gesetzt werden und nur ein bisschen Hintergrund dargestellt. Und als nächstes fangen wir jetzt an, indem wir das hier mal kurz ausblenden. Das brauchen wir jetzt erstmal nichts. Das packe ich erstmal so lange in Ordner, damit es uns nicht stört. Dann mache ich hier eine neue Ebene, create eine Clip Mask. Und ich arbeite gerade nur mit der Maus, das könnt ihr eigentlich theoretisch auch, weil ich jetzt eigentlich nicht viel machen werde. Ich werde aber jetzt trotzdem, weil es für mich angenehmer ist, mit dem Stift arbeiten. Das könnt ihr alles mit der Maus machen. Hier habe ich mal so einen Brush, der ein bisschen so Punkte mit rein macht. Das seht ihr ja. Und da gehe ich dann jetzt mal auf nicht auf Soft Light. Mach das Ganze ein bisschen runter. Nehme ich dann nochmal eine neue Fläche. Aber ich sehe gerade, dass der mir ein bisschen zu farbig ist. Deshalb gehe ich auf Layer, auf Image, Adjust, Hue and Saturate. Gehe mit der Hue ein bisschen runter. Genau so. So gefällt es mir besser. Dann kann ich hier eine leicht grüne Farbe nehmen, weil ich kann sie stärker machen. Auch eine neue Ebene. Für Clipmasken suche ich mir kurz einen anderen Brush raus. Kann ich diesen Wolkenbrush eigentlich nehmen, glaube ich. Bewege den so ein bisschen, gehe am Rand ein bisschen so außen rum. Dann suche ich mal kurz raus, was am besten dazu passen würde. Das war verdammt schnell. Ich wirklich das hier, dann nehme ich hier so einen braunen Ton. Nehme das gleiche auch nochmal. Hier aber so ein bisschen an die Kanten hier. Ein bisschen hier so drauf patschen. Ich mache das jetzt außerhalb der Ebene. Die grüne Fläche lasse ich mal weg. Und die mache ich auch noch ein bisschen unsichtbarer.
So, an sich hätten wir jetzt schon mal so den Papierlook drinne. Ich werde jetzt hier ein bisschen auf die Kanten hier einarbeiten, die Risse, die wir hier haben. Und dann müssen wir noch einen kleinen Drop Shadow. Den Drop Shadow können wir jetzt schon machen, weil das machen wir hier mit. Machen wir auf Normal. Und Moment, ich muss das ein bisschen runterscrollen. So, genau. Gehen mit dem bisschen einmal nach unten. So, und dann machen wir ein. Eigentlich passt es mehr nicht. Okay, gut. Dann mache ich auch noch mal eine neue Ebene. Nimm eine Schnittmaske, nimm eine schwarze Farbe. Oder eigentlich sogar das Braun, aber ein bisschen dunkler. Und ja, dann kann ich den Brush fast lassen, aber mache ihn kleiner. Und fahren wir hier unten so entlang. Genauso wie hier. Hier fahre ich auch mal so entlang. Hier seitlich. Hier mal komplett so, hier lösche ich das aber wieder. Weil die Kante soll ein bisschen so rausgucken. Dann machen wir nachher auch noch eine weiße Fläche hin. Dann hier auch unten. Perfekt. Hier machen wir das Stück mal ein bisschen. Also dann kann man den Kanten hier ein bisschen noch ein bisschen was reinbringen, dann hier auch seitlich so ein bisschen und hier. Einfach damit das Papier nicht ganz so langweilig aussieht. Okay. Und dann scroll ich mal kurz raus. Schauen wir das von außen an. Dann scroll ich mal durch, was mir so gefällt. Ich glaube, da oben habe ich eins gesehen. Ja, das ist ja eigentlich, der geht nur ein bisschen runter. Mit den Einstellungen. Perfekt. Und als nächstes nehme ich jetzt eine gelbe helle Farbe. So eine hier. Vielleicht sogar noch ein bisschen heller. So, auch wieder den Brush. Dann oberhalb hier so ein bisschen entlang. Also ich dann hier entlang war. Auch mal ein bisschen an den Kanten, so hier könnt ihr auch ein bisschen so entlang. Da machen wir gleich eine Schnittmaske. So, Create Clip Mask. Schauen wir das Ganze mal kurz von außen an. Und da mache ich gar nichts, weil die Farbe eigentlich passt. Jetzt sieht man schon, dass es so echt verflattert aussieht. Und ich guck mal, ob ich noch so einen Brush habe, der so Fusseln mit rein macht, aber einen ganz kleinen. Ja, genau sowas. Ich nehme den aber mal einen ganz, ganz kleinen und fahre mit dem mal. So, komplett bisschen entlang. Dann mache ich das gleiche mit der hellen Farbe hier.
Dann gehe ich auf Filter, Schärfen, Schärfen, damit es scharf ist. Setze das Ganze auf Softlight, skaliere das runter. Und gut. Dann hätten wir unser Papier hier fertig. Dann müssen wir gar nichts weiter machen. Man hat gesehen, es geht alles mit einem Brush. Man braucht keine Texturen dafür. Das ist eigentlich wirklich simpel. Ach, mir ist gerade aufgefallen, dass wir die Ecke hier oben vergessen haben. Die hier. Und um die zu machen, nehme ich mal kurz die Ebenen. Oder ich mache kurz eine neue Ebene. Drücke Image, Apply Image. Oder ich weiß gerade gar nicht, wie das mal auf, ich weiß gar nicht mehr, wie das auf Deutsch hieß. Ich weiß nicht, welche eigentlich gefällt mir. Die hier. Oder eher die hier. Ich kopiere mal die Ecke hier. Und dann gehe ich mal hier drüber. Sieht man, habe ich dieses Stück hier, weil ich habe es rauskopiert. So mir ein Stück raus, das mir gefällt. Oder muss ich nicht mal mehr viel machen? Okay, gut. Kann ich die schwarze Fläche davon löschen? Das lasse ich in dem Ordner, nehmen, mache ich nichts mehr. Weil, was ansonsten, wenn ihr es mal schaut, dass hier halt ein bisschen heller ist. Das habe ich halt durch das, was ich kopiert habe, schon gegeben. So. Und als nächstes gehen wir nochmal hier. Das erschließe ich erstmal. Machen nochmal eine neue Ebene. Create Clip Mask. Und nehmen dann diesen dunklen Brush hier. Aber mit einem normalen Soft Brush. Und fahren einmal. Doch, Radiergummi habe ich ausgesehen. Verdammt. Fahren einmal hier so entlang. Und einmal hier. Das Ganze skalieren wir nur ein bisschen runter. Machen wir nochmal eine neue Ebene. Und gehen dann hier so ein bisschen runter. Perfekt. Skalieren wir dann auch nur noch mal runter. Dann nehme ich sogar noch mal das Erase Tool. Fahre hier so schräg hoch. Das war sogar zu schräg. Bei dem hier lösche ich hier sogar auch mal ein bisschen, damit es mehr so einen Übergang hat. Gut, dann gehe ich nochmal in die kleine Ebene hier. Und dann hätten wir hier unseren Knick auch schon fertig. Müssen wir nichts weiter machen. Jetzt haben wir den Paper BG. Als nächstes machen wir eine neue Ebene nochmal und nennen das List. Und wir machen jetzt aber auch erstmal einen neuen Ordner, weil wir werden jetzt so für den ersten, zweiten und dritten Platz so ein paar Badges machen, damit die ein bisschen hervorgehoben werden. Und das machen wir am besten damit. Ich wollte ein Referenz-Image raussuchen, das habe ich aber jetzt vergessen. Von dem her versuche ich es alleine, weil ich habe das noch nie gezeichnet, aber das kam mir halt auf die Idee, wo ich auf die Idee auch kam, Papier zu zeichnen. Und zwar kennt ihr doch bei diesen ganz alten Briefen diese Stempel mit diesem roten Wachs. Ich möchte das halt dann in anderen Farben machen, aber sowas habe ich mir gedacht, weil das eben aufs Papier passt und jetzt nicht so aussieht wie irgendeine Krone oder irgendwas als Ranking-Symbol. Von dem her werde ich hier erstmal ein Lips-Tool nehmen. Stell den Fill auf nicht. Und den Stroke nehmen wir erstmal rot. Das machen wir aber nicht 8 Pixel. Ich glaube, 3 Pixel müssen langen. Dann mache ich einen Kreis mit 16 mal 16. Hab dann hier den Stroke.
gehe dann hier mal mit dem Fill-Tool drauf, damit wir es als normale Ebene haben. Und ja, sieht schon mal nach was aus. Aber dabei habe ich gerade gesehen, dass es nicht ganz so gefällt. Dann nehme ich kurz das Erase-Tool mit einem großen Brush, skaliere damit runter. So. Ich werde es nicht genauso machen wie die Badges, aber ich nehme mir auf jeden Fall mal nochmal einen Brush. Und die rote Farbe brauche ich. Mache mal eine neue Ebene. Und was ist denn? Ich meine ganz normalen Brush. Dann fahre ich mal ein bisschen so entlang. Weiß gar nicht, wie es aussieht. Ich habe es, glaube ich, nicht so gut hinbekommen, aber es sieht auf jeden Fall schon ein bisschen nach was aus. Und ich zeichne jetzt hier mal. Ja. Die 1 von Hand rein. Müsst ihr auch nicht, müsst ihr nicht selber machen. Ich habe es jetzt einfach. Scheiße aus, okay. Ich mache es nicht selber. Dann nehme ich hier kurz meinen Text und schreibe hier eine 1 rein. Und mache die mal hier mit der Ebene zusammen. Und als nächstes machen wir hier eine neue Ebene, Create Clip Mask. Nehmen dann mal eine weiße Farbe und auch wieder ein Brush. Und dann fahren wir mal hier so am Rand so ein bisschen rum, mal so ein paar Bubbles. Auf. Müssen wir die Ebene, glaube ich, ein paar Mal kopieren, weil die sieht man fast gar nicht. Okay. Und für den ersten Platz nehme ich, gehe ich auf Image Adjust hier und Saturate und nehme dann eine goldene Farbe. So eine hier. Und hier gehe ich dann sogar auf Drop Shadow, damit man alles besser sieht. Mache ich mein Drop Shadow so runter auf normal. Nehme dann sogar die braune Farbe hier. Sogar ein bisschen dunkler machen und gehe auf Auto Glow, setze es auch auf normal und setze sie auf 1 und auf 1 und schau mal, die braune Farbe ein bisschen dunkler und die 1 erkennt man nicht, aber naja, was soll's. Erkennt es dann auf jeden Fall, aber ich werde es auch auf Image Adjust hier und Saturate. Ganz gefällt mir das noch nicht. Ja, so gelber, genau. Dann
Nehme ich das Ganze hier, kopiere das nochmal. Gehe dann und dann statt eine 1 mache ich jetzt hier eine 2 rein. Die 1 lösche ich hier raus. Die 2 mache ich hier verdammt. Mit der gleichen Farbe wie den hier. Okay, kann ich alles wieder aufdecken. Mit der 2 sollte es aufpassen. Ja, wo ist denn der Dropshadow denn verschwunden? Na egal. Sehe ich gerade, dass ich einen Fail gemacht habe. Copy Layers. Ach, hier gehe ich dann mal auf Copy Layer Style, mache das raus, verbinde die zwei Ebenen und dann Past Layer Style. Dann gehe ich hier auf Image, Adjust, Hue und Saturate. Hier möchte ich das Silber haben. Wie sieht es von außen aus? Ja, es geht eigentlich. Okay. Das gleiche machen wir immer nochmal Silver. Gold. Habe ich verschrieben. Gold. Dann kopiere ich nochmal Silver. Und ja, das ist wieder so ein langer Part, aber das ist dann wirklich der letzte. Ich möchte es jetzt in einem Stück durchziehen. Kopie wieder Layer Style. Lösche mal die 2 hier kurz raus. Nimm dann wieder den Text. Aber diesmal wieder mit der Farbe. Und schreibt eine 3 rein. Das sehe ich jetzt gar nicht. Los war. Auf jeden Fall haben wir dann eine 3. Mache ich mit dem zusammen wieder Past Layer Style. Das gleiche wieder mit den Ebenen hier. Und dann gehe ich hier wieder drauf und gehe auf Image Adjust Hue Saturation. Gehe mit der Saturation hoch. Suche mir dann heraus. So, also jetzt mehr braun, aber es kommt aufs gleiche raus. Die Zahlen kann man jetzt nicht lesen, aber ich, naja, ist nicht ganz so geworden, wie ich wollte. Ich hatte auch kein Reference Image. Für sowas brauche ich das normalerweise wirklich immer. Und die 3 blende ich jetzt mal kurz aus. Und in der Liste mache ich jetzt hier einfach mal Text, sondern nehme ich hier mal die Größe 14. Das Hashtag 1 lasse ich mal kurz drin. Dann schreibe ich, also, eigentlich auch nicht. Oder doch. Dann schreibe erstmal Player Name und dann, keine Ahnung, Level 100. Und das lasse ich auf Regular. Und für die Farbe nehme ich eine dunkle hier. Ich habe mich aber entschieden, jetzt doch Semi-Porzellan, damit man es besser lesen kann. Aber 13, vielleicht können. Hier muss ich dann gleich einen Abstand machen. Ich kopiere das Ganze, aber kurz mal. 99. 99. 90, 98. Das wären jetzt schon mal 5.
Und wir könnten sogar 10 machen, fällt mir gerade auf. Neunundneunzig. Mache ich hier Hashtag. Ich schreibe einfach mal, das ist dann der sechste Platz. Fünfter, dritter. Was haben wir verschrieben? Dritter, zweiter, erster, vierter Platz, fünfter Platz, sechster, siebter. Mit denen hier mache ich mal den Abstand. Ja, hier brauche ich gar nicht so viel Abstand. So. Gut, so. Die Abstände kopiere ich mal und tue sie hier rein. Hopp, hopp, hopp. Das gleiche mit dem Level. War es aber sogar eins weniger. Ja, auch. Und die 3 muss ich jetzt anpassen, dass sie circa hier stehen. Gut, dann ich habe mir überlegt, die ein bisschen grauer zu machen. Dann drücke ich mal STRG T, dann habe ich hier das Menü für die Fonts und den Abstand. Ändere ich mal auf 18 Pixel davon, damit die ein bisschen mehr Abstand haben. Wobei 18 Pixel gering ist. 24. Passt das dann noch rein? Ne, das ist ein bisschen zu viel. Machen wir 22 Pixel. Gut. Dann können wir schon mal das Goldene bei dem hier oben hinzufügen. Das Silberne gleich darunter. Und außer hier. Und dann merke ich, dass wir gar keinen Platz haben. Deshalb weiß nicht, vielleicht ein bisschen runter skalieren. So. Ja, ich habe jetzt keine Überschrift hingemacht, weil es wahrscheinlich klar ist. Man kann ja die Überschrift von da auch nehmen. Genauso wie ein Button oder so drunter. Das könnt ihr ja alles selber machen. Ihr habt das ja eigentlich alles schon gesehen. Aber um mir noch ein bisschen Sinn reinzumachen, macht den mal Bold. Den Spielername. Bold. Ich werde auch gerne noch ein paar Trennlinien so leicht reinmachen. Bold. 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 Und hier auch. Perfekt. Und jetzt kann man den Spielernamen auch besser lesen. Und das wollte ich noch machen. Ja, genau, die Level vielleicht in einer anderen Farbe. Ja, genau, und der hier mal. Das ist jetzt ein bisschen Kurzarbeit.
Dann machen wir auch gleich einen Text-Shadow rein in den Text. Schön auf 1,1. Gut. Das war dann schon mal das Ranking, so wie es aussieht. Man kann es natürlich schöner gestalten. Mir ging es größtenteils nur echt um das Papier. Man kann, wie gesagt, dann auch einen Titel drüber schreiben. Wir haben das ja aber schon durchgemacht und es kam auch mehrmals dasselbe. Aber das ging mir jetzt hier einfach darum, das Tutorial fertig zu machen. Und ich werde jetzt hier kurz nochmal ein paar Trennlinien machen. Dann mache ich einfach nur kurz mal eine schwarze Ebene. Eine schwarze Linie. Und nehme die nur als Hilfslinie. Mache ich mir noch mal eine neue Ebene kurz und mache auch einfach so ein paar Zickzack-Bewegungen so. Perfekt. Also ich kopiere die einfach mal, dupliziere die. Mal kopieren, duplizieren, kopieren, duplizieren. Kann ich hier zwei noch mal kopieren. Für die zusammen gehen auf Overlay, mach das Ganze ein bisschen runter. Dann haben wir auch leichte Trennlinien drin. Und ja, das wär's dann für die Tutorial-Reihe. Es hat mir sehr Spaß gemacht, das Tutorial zu machen, muss ich echt sagen. Vor allem, weil ich so gesehen länger wirklich nichts mehr so designt habe, weil ich eigentlich ja aufgehört habe, das so beruflich so gesehen zu machen. Aber ja, deshalb möchte ich auch teilweise mein Wissen und so weitergeben. Für die anderen Leute. Und ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ich bin jetzt wirklich auch sehr froh, dass es zu Ende ist. Wiederum auch. Und ja, ich hoffe wirklich, dass ein paar das ziemlich interessant fanden und mitgeschaut haben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß noch beim Ausprobieren von irgendwelchen Sachen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Bis zum nächsten Tutorial. Ciao!